So, also so sieht das Ganze aus mit extra weit. Rocksteady ist off, das heißt, wir haben die vollen 155 Grad Blickwinkel, aber man sieht natürlich auch, es sind keine geraden Linien mehr. Das Ganze kriegt so ein bisschen fischaugigen Look. Jetzt stelle ich mal, das ist jetzt der Look mit dem normalen Rocksteady an, und da sieht man schon, der Dom, dem fehlen die Spitzen und die Seiten werden auch ein bisschen schmaler. Dann haben wir nicht mehr die vollen 155 Grad, wobei sich das andere auch nur wirklich lohnt, wenn ihr die Kamera auf einem Gimbal oder auf einem Tripod habt, weil ohne Rocksteady macht eine Actioncam oder ohne Stabilisierung macht eine Actioncam nicht wirklich Sinn. Wir machen jetzt mal Rocksteady immer noch in extra weit und haben jetzt Rocksteady Plus drin, und ihr seht, da ist jetzt schon, da sind die Türme weg, das Ganze wird schmaler. Und jetzt machen wir mal mit Horizon rein, und wie gesagt, wir befinden uns nach wie vor im ultraweiten Blickwinkel eigentlich, also in der größten Weite, die es gibt. Wenn wir das auf Standard umstellen würden, dann wäre es noch so. Und so sieht das Ganze aus, wenn wir immer noch als Blickwinkel ultraweit haben, aber Horizon Balancing. Ihr seht, dann sind die Linien gerade und es ist alles etwas weniger Blickwinkel. Also das ist schon die vier verschiedenen Möglichkeiten eigentlich, die man hat, und wo die Kamera dann halt auch aufgrund der Stabilisierung immer mehr reinkroppt.